Grüß Gott, schönen Abend aus unserer Brennerei. Wir haben leider ein bisschen eine Misere, wir haben ein bisschen technische Probleme gehabt und deswegen möchte ich mich einmal entschuldigen für die Verspätung. 25 Minuten, aber es ist ja ein Pilotprojekt, wir haben heute einen Test und zum Test machen wir gleich einmal einen Feinbrand. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, wenn Sie bis jetzt gewartet haben, aber das Wichtigste kommt jetzt sofort. Wenn wir jetzt auf die Brennerei schauen, wir sind jetzt momentan auf 76 Grad. Mit 78 Grad beginnt ja der Alkohol, wenn man so will, zu rinnen. Und es wird jetzt noch ganz kurz dauern. Und dann beginnt eben der ganze Feinbrand. Was wir jetzt da benutzen, ist die sogenannte Feinbrandblase. Auf der linken Seite haben wir die Rauchbrandblasen, aber das erkläre ich dann später. Wir werden noch ein bisschen die Temperatur, den Druck erhöhen, damit das schön gemütlich zum Rinnen anfangen kann. Das, was wir jetzt machen, ist eben auf der Feinbrandblase den Feinbrand. Wir haben da die Temperaturen, zeige eben 78 Grad, das wird jetzt gleich einmal losgehen. Und hinten drinnen, das ist die sogenannte Alkoholvorlage. Und in der Alkoholvorlage ist das Alkometer. Zeigen wir uns genau an, wie viel Alkohol oder wie hoch die Alkoholgradation ist, die eben drüber läuft. Man sieht, dass da überall Plomben drauf sind. Wir haben eine Verschlussbrennerei. Und momentan haben wir so circa 20% Alkohol. Das ist das Ende vom Nachbrand. Und jetzt wird wahrscheinlich in 1 bis 2 Minuten wird der Feinbrand zum Rennen beginnen. Und dann wird sich das Ganze so auf circa 80 Volumenprozent Alkohol abspielen. Das heißt, wenn wir auf 80 Volumenprozent Alkohol sind, dann rinnt eben die, produzieren wir eben Alkohol. Und der erste Alkohol ist immer der sogenannte Methylalkohol. Jeder kennt UHO-Aceton. UHO-Aceton ist der typische Ton für den Vorlauf. Und das, was ich da machen werde, ist eben, dass ich Fraktionen herausnehme. Und diese Fraktionen werden dann abgeschmeckt. Und so kann ich genau, beziehungsweise wirklich exakt feststellen, wo der Vorlauf beginnt, beziehungsweise wo das Ende des Vorlaufes ist und wo der Beginn des sogenannten Herzstückes ist. Das Herzstück ist der sogenannte Mittellauf und das ist jener Alkohol, der eben zum Trinken verwendet wird und dann im Nachhinein in die Flasche kommt, beziehungsweise ins Fass. Wir haben vorgestern von der Familie Walek in Polsdorf den Wein geholt. Der ist noch ungeschwefelt, hat 13% Alkohol, ist noch mit der Hefe, das heißt, wir destillieren den Wein mit der Hefe, haben dadurch ein besonders fettes Produkt, ein besonders aromatisches Produkt. So, muss ich schnell einmal zurückregulieren, dass man nicht das Schießen anfängt. Wenn ich zu viel Hitze habe, dann rinnt es zu schnell. So, ich kann es jetzt schon hören. Der Alkohol beginnt bereits zum Rinnen. Der Alkoholdampf steigt auf, wird hinten im Kühler kondensiert und läuft dann, und jetzt sieht man es, jetzt fängt es schon langsam an, sieht man die Spindel, wie sie hineinsinkt, den Alkohol. Da wollen wir mal schauen, wie viel Prozent das wir dann haben, aber wie gesagt, das sollte so um die 80% sein. Der kondensierte Alkohol läuft dann über unseren Finanzminister im Haus, das ist die Alkoholuhr. Ich glaube, die ist von 1950, ist ein Präzisionswerk, wie man sich es nicht besser vorstellen kann. So Dinge heute zu bauen, das wäre wahrscheinlich ein kleiner Rolls-Royce. Es gibt ähnliche Geräte, aber keine Alkoholmeter in dieser Perfektion und in dieser Qualität. So, man kann es jetzt hören, wie der Kühler eingeschalten hat. Und wie bereits gesagt, wir sind auf ca. 80% Alkohol im Alkoholmeter. In der Alkoholuhr ist eine Trommel drinnen und die wirft immer einen halben Liter aus. Das heißt, der halbe Liter, der jetzt drinnen ist, ist der Rest vom Feinbrand, den ich vorher gemacht habe. Das heißt, die ersten zwei kommen jetzt heraus und danach beginnt eben der Vorlauf. Müssen wir ein bisschen gedulden. So, 78% haben wir genau. Und das ist jetzt eben das Wichtigste, das ist die sogenannte Vorlaufabtrennung. Und ohne der Vorlaufabtrennung, der sensorischen, ist es unmöglich,
das Ganze perfekt zu machen. Und es gibt halt leider immer wieder Produkte, die den Vorlauf drinnen haben, beziehungsweise den Nachlauf. Und ja, man braucht ein bisschen sensorische Fähigkeiten, aber man kann im Leben alles trainieren. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, die einzelnen Fraktionen, die einzelnen Teile durchzuriechen. So, dann habe ich einen Liter heraus. Das ist jetzt jener Teil, der dann wieder ins Fass geht. Und das, was ich jetzt brauche, sind jetzt die einzelnen Fraktionen. Es wird immer 1/2 Liter herausgenommen. Schauen wir uns das Ganze an. Wenn wir ein bisschen mehr Dampf geben, da die Anlage jetzt sehr langsam ist. Damit es ein bisschen schneller läuft. Man wird sich wahrscheinlich fragen, gibst du nicht Maschinen, die das machen, die das können? Antwort: Nein. Der Mensch, wenn er perfekt trainiert ist, ist die beste Maschine, die eben den Vorlauf abtrennen kann. So, das ist jetzt der 1/2 Liter. Das wird noch auf Mischmasch aus dem Brand davor und dem jetzigen sein. Das ist eben wahrscheinlich ein bisschen Nachlauf, wenn man so will, und Vorlauf. Der jetzige Zylinder, das soll dann schon reiner Vorlauf sein. Aber sobald wir eben diese 6 Messzylinder abgetrennt haben, da mit Matthias gemeinsam, schauen, wo eben das Ende vom Vorlauf ist und der Beginn vom genießbaren Herzstück vom Ethanol. Noch ein bisschen nachregeln, die Hitze. Wenn wir gerade dabei sind, meine Assistenten heute ist eben der Matthias Prägant, der eben die Kamera führt, und der Florian, der hinten für die Technik verantwortlich ist, den können wir heute gratulieren, der ist gerade 18 Jahre geworden. Unser großer Nachbarbub. Sollte man, glaube ich, gratulieren. Gut, oder? Florian! Jetzt wird sich jeder sagen, was soll das eigentlich? Das ist eine recht gemütliche Angelegenheit. Ich meine, im Grunde genommen, es ist ein Handwerk, es ist eine Arbeit wie jede andere. Aber man braucht halt ein Sitzfleisch. Hier und da braucht man auch Stehvermögen. Aber nicht, wenn man eben diesen Alkohol immer trinken muss, sondern meistens ist die größte Gefahr, oder die größte Gefahr ist immer im Kühlschrank, dass man eben auch ganz gerne mal einen Wein dazu trinkt. Aber Spaß beiseite, es ist ein Handwerk, es ist nichts anderes, es ist leicht erlernbar. Und im Grunde genommen ist es überhaupt kein Problem, ein perfektes Produkt zu brennen. Ich sage es immer: perfektes Grundprodukt, perfekte Verarbeitung, perfekte Destillation, perfekte Lagerung, eine perfekte Einstellung vom Brennmeister. Das bin ich in dem Fall selber. Und dann, was meistens ist, wenn alles perfekt ist, ist eben unter dieser fetten Linie zum Schluss ein fetter Preis, und der ist noch einmal doppelt unterstrichen. Aber nur Qualität hat eben ihren Preis, und es gibt auch ein schönes Sprichwort: was nichts kostet, ist nichts wert. Und man soll eben wirklich auch immer viel verkosten, damit man sich sicher ist, ob man was Gescheites kauft oder nicht. Aber da gibt es auch wieder ein schönes Zitat: der Preis ist noch immer Indikator für Qualität. Das heißt, wenn irgendwas teuer ist, sollte natürlich auch die Qualität passen. Und wenn die Qualität nicht passt, dann fährt man einmal hinein und wird dieses Produkt nie mehr kaufen. Also Qualität ist noch, der Preis ist noch immer Indikator für Qualität eines seriösen Geschäftes. So, jetzt haben wir 2 Liter abgetrennt. Einen Liter brauchen wir noch. Und danach beginnt eben die Übung mit dem Vorlauf abtrennen. Schauen wir mal, wir sind auf 77, 78 Volumenprozent noch immer. Jetzt wird man sich auch fragen, wie weit wird heruntergebrannt? Wir brennen
den Feinbrand bis ca. 70 Volumenprozent herunter. Nur das Ganze ist immer anlagenspezifisch. Das heißt, eine kleine Brennerei kann man wahrscheinlich bis 40, 45 Volumenprozent herunterbrennen. Bei meiner Anlage, da geht es nicht, weil die eben technisch ganz anders ausgelegt ist. Und bei uns beginnt eben bei 70 Volumenprozent der sogenannte Nachlauf, der allerdings, wenn alle Feinbrände gemacht sind, noch einmal gebrannt wird. Das heißt, wir machen im Grunde genommen einen Rau- und Feinbrand. Das heißt, wir destillieren zweimal, aber der Nachbrand wird noch einmal destilliert. Das heißt, im Kern wird eigentlich dreimal destilliert. So, dann brauchen wir noch einmal. Ein Messzylinder und danach werden wir eben mit dem ganzen Spiel, mit der Sensorik, mit der sensorischen Abtrennung des Vorlaufes beginnen. Das können wir da mal wegtun. Die Hitze können wir auch ein bisschen nachjustieren. Um das besser zu zeigen, vorher diesen Feinbrand im Händisch und wir haben jetzt seit 2 bis 3 Wochen neue Steuerung, die komplett auf uns zugeschnitten ist und ich bin sehr froh, dass das eben alles perfekt funktioniert, aber eben um das zu veranschaulichen, die Handarbeit auch, machen wir das heute alles per Hand, aber nur ohne die Elektronik geht es nicht. Von der Vergärung angefangen. So Matthias, wenn wir beide dann anfangen. Kommst du? Ja. Tun wir mal einfach ein bisschen rein in jedes Glas. Tust du es mit ein, bitte? Okay. Dann können wir die ganzen Messzylinder runtergeben. Wie bereits erwähnt, wir haben da ungefähr 78 Volumenprozent in den Gläsern. Bei 78 Volumenprozent wäre es natürlich ein Problem, das zu riechen, was da wirklich los ist. Und deswegen werden eben diese einzelnen Fraktionen so ungefähr 1 zu 1 mit Wasser verdünnt, dass wir so ca. 40 Volumenprozent drinnen haben. So Matthias, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sechste Glas sollte eigentlich keinen Vorlauf mehr haben. Und das erste Glas wird Vorlauf haben. Und jetzt ist die Frage, ist die Grenze bei 1, 2, 3, 4, 5 oder 6? Probier du es einmal. Sind jetzt auf 77%. So, ich werde das Ganze auch einmal machen. Also beim ersten Glas ist einmal wunderbar Aceton, Uhu. Beim zweiten Glas schon weniger. Was meinst du? Wo ist für dich die Grenze? Beim fünften Glas ist für dich die Grenze. Das heißt, das vierte Glas hat für dich noch Vorlauf. Genau, hat für mich noch Vorlauf. Machen wir die Rückwärtsprobe, fangen wir mal beim sechsten Glas an. Schauen wir mal, das müsste jetzt sauber sein. Angenehmer Ethanol. Basis für diesen Ethanol, für diesen Brand, ist ein Sauvignon Blanc. 13 Volumenprozent Alkohol, das heißt, wir werden sehr viel Alkoholausbeute haben. Irrsinnig aromatisch und das Witzige ist, riechst du es, wenn du da drinnen bist, es ist komplett bärig. Du hast eigentlich das Gefühl, du hast Birnen drinnen. Du hast schon weinige Töne, aber irrsinnig viel Williams, Apfel. So, wir machen die Überprüfung. Oh, schauen wir mal. So. Sag mal, was der Meister sagt.
Also da sind wir uns einmal einig. Vorlauf. Also dann können wir die gleich mal weg tun, den ganzen Messzylinder. Den geben wir in den Behälter, den wir hinten sammeln. Aber das machen wir nachher. Das ist einmal weg. Das zweite Glas. Ist eigentlich. Gibst du noch mal das dritte, bitte? Da haben wir. Ui, sehr scharfe Malko noch immer. Da haben wir auch noch immer Vorlauf. Das können wir auch weg tun. Du kannst gleich zusammenschütten unten beide. Und wenn wir jetzt das dritte Produkt nehmen, oder die dritte Fraktion, ist eigentlich für mich in Ordnung. Nur die Sache ist die, im Vorlauf und im Nachlauf sind sehr viele Aromakomponenten, sehr starke Aromen. Das heißt, zu sagen, okay, wir trennen großzügig ab, haben wir ein Problem, weil wir Aroma wieder wegnehmen. Und wir möchten ja, wenn wir uns die Arbeit antun, möglichst viel Aroma drinnen haben. Und deswegen muss man das schon ganz genau machen. Also für mich wäre das Grenze. Die drei sind für mich einmal eindeutig in Ordnung. Das heißt, die drei Produkte brauchen wir uns gar nicht überlegen. Okay. Die sind einmal amtlich. Du hast das dritte da, oder? Warte mal. Hast du es weg, oder? Gib mal das dritte bitte noch einmal. Okay. Dann muss man das dritte noch einmal anschauen. Oi. Probieren. Geht über studieren. Ist in Ordnung. Kriegst du nochmal? Also der dritte ist für mich genauso in Ordnung. Das heißt, wir nehmen den. Und das nächste, was ist, da kommt er jetzt in ein Limousin-Eichenfass. Und vom Nachlauf her muss es natürlich passen. Aber wenn es jetzt in den ganzen Nachlaufbereich hineingeht, kann er ein bisschen unsauberer sein. Wenn er unsauberer ist, ist er fetter. Und der Weinbrand, der jetzt destilliert wird, wird sicher die nächsten 3 bis 5 Jahre im Eichenfass bleiben. Und dort durch die ganze Oxidation, durch den Sauerstoffaustausch, reift natürlich das Produkt schneller. Und wenn man so will, die leichte Unsauberkeit stürzt sich auf neutral und bringt man halt mehr Aromen hinein. Hör den da mal rein. So. So werden wir mal den Druck ein bisschen erhöhen, damit wir heute nochmal fertig werden. So, da kommt der Alkohol hinein. Der wird da gesammelt. So, jetzt haben wir unsere Vorlaufabtrennung gemacht. Ich glaube, am Anfang, Matthias, ist jetzt einmal, dass ich vielleicht einmal erkläre, den Weg, wie zum Feinbrand kommen. Da haben wir die sogenannte Raubbrandblase. Die Raubbrandblase ist eben, wenn man so will, dieser Teil. Die Feinbrandblasen ist hinten. Da wird man sich jetzt fragen, was ist das daneben? Das ist eine sogenannte Kolonne. Bei uns im Alpenraum wird mehr nach der Rau- und Feinbrandmethode destilliert. In Deutschland speziell wird eigentlich nur über die Kolonne destilliert. Das heißt, die Kolonne ist nicht ein einmaliges Destillieren, sondern es ist genauso ein zweifaches Destillieren. Über den Hut wird der erste Brand gemacht und über die Kolonne wird der zweite Brand gemacht. In dieser Kolonne sind Böden drinnen. Je mehr Böden, das ich verwende, desto höher ist der Alkoholschnitt, desto reiner ist der Alkohol. Das heißt, wenn ich einen hohen Alkohol produzieren will, weil alle Böden verwenden, wenn ich einen fetten, einen aromatischen Alkohol produzieren will, werde ich eben nur ein oder zwei Böden verwenden. So, dann läuft alles wieder der Raubbrand über den Hut, der zweite Brand über die Kolonne, dann geht der Alkohol, der Geist, wieder in
den Kühler hinein, dort kondensiert das Produkt und zum Schluss läuft alles wieder über die Alkoholuhr heraus. Wozu gibt es eigentlich die Alkoholuhr? Der Staat will ja auch leben. Und damit der Staat eben Geld zum Ausgeben hat, wird eben nach dieser Alkoholuhr die Steuer berechnet. Das läuft folgendermaßen. Da haben wir eben immer die Liter drauf, die destilliert werden. Und wie bereits erwähnt, ist innen nichts anderes als wie ein Mühlrad, wo es vier Kammern hat. Die vier Kammern haben immer einen halben Liter Inhalt und deswegen bei jedem Auswurf kommt ein halber Liter Alkohol heraus. Und das ganze System ist sehr gefinkelt. In diesem Werkel drinnen ist praktisch ein Probennehmer, das ist so ein Schwanenhals. Und der Probennehmer entnimmt jedes Mal einen Kubikzentimeter Alkohol. Und diese entnommenen Kubikzentimeter Alkohol werden da drinnen wieder in einen Behälter gesammelt. Und somit kann man eben den genauen Alkoholschnitt feststellen. Das heißt, wenn ich 1000 Liter brenne und einen Alkoholschnitt von, weiß ich nicht, 75% habe, dann soll ich eben für diese 75% und 1000 Liter die Steuern. Und 1000 Liter mit 75% sind nichts anderes als wie 750 LA. LA heißt eben die Bezeichnung für reinen Liter Alkohol. Wir bei uns in Österreich zahlen als Verschlussbrenner, als gewerblicher Brenner 12 Euro netto Branntweinabgabe. In Deutschland ist es ein bisschen höher, die zahlen 14 Euro. Aber diese 12 Euro kommen praktisch auf den Netto Produktionspreis, die ganzen Kosten, die eben anfallen, hinauf und erst danach kommen eben die 20% Mehrwertsteuer hinauf. Und jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, wenn, weiß ich nicht, ein Schnaps oder was auch immer, oder ein Geist oder vollkommen egal welches Produkt im Handel, weiß ich nicht, 40 Volumenprozent hat und das 9,90 Euro kostet, dann kann man sich ausrechnen, was das Ganze eigentlich ein Groschengeschäft ist, beziehungsweise müssen wir jetzt auch sagen Centgeschäft. Also da macht es nur die Masse und wie wir es machen, wir haben eben irrsinnig hohe Einsatzkosten. Der Wein, den wir jetzt destillieren, dasselbe Wein kommt bei unserem Weinbauer, bei der Familie Walek in die Flaschen. Das heißt, wir haben jetzt relativ viel, es kommt weniger Sauvignon bei denen in die Flaschen, weil wir eben recht viel Wein gekauft haben. Aber das ist die Qualität, die wir brauchen, um ein perfektes Produkt zu destillieren. So. Jetzt habe ich eigentlich das vom Raubbrand über den Feinbrand erklärt. Es wird noch länger dauern, bis wir da auf die 70 Volumenprozent herunter sind. Dann können wir noch einmal versuchen, den ganzen Nachlauf abzuschmecken und zu schauen, wo der Nachlauf beginnt. Nur, wenn dieses Produkt jetzt fertig ist, das haben wir uns da in diesem Behälter. Und danach kommt eben dieser destillierte Alkohol, das sogenannte Destillat, in die Fässer. Wir machen bei uns keine Zweitbelegungen an Fässern. Zweitbelegungen heißt, dass wir eben gebrauchte Fässer kaufen, egal ob da jetzt ein Madeira drinnen war, ob da ein Port drinnen war, ob da ein Sherry drinnen war, ob da ein Whisky oder ein Rum drinnen war. Das machen wir nicht. Das heißt, wir verwenden immer frisches Holz und wir haben vor circa acht Jahren haben wir damit angefangen, das Holz nicht mehr zu toasten, sondern das Holz auszukohlen. Was heißt auskohlen? Der Bourbon in Amerika, Tennessee, darf eben nur in ausgekohltem Holz gelagert werden. Der Vorteil ist der, dass natürlich sehr, sehr viel Holzaromen hineinkommen, aber wenn man so stark ausgekohltes Holz verwendet, dann muss man mindestens zwischen vier bis fünf Jahre den Alkohol drinnen lagern, damit eben das ganze Produkt harmonisch wird. Und wenn man das nach einem Jahr heraus tut, dann hat man natürlich eine Holzbombe, die kein Mensch will. Und deswegen ist die Lagerzeit für solche Produkte dann sehr lange. Lagerzeit heißt teuer, viel Verdunstung. Das heißt, wir haben sicher in dieser Lagerperiode, wenn man so will, 30% bis 35% Verdunstung. Das heißt auch Angel's Share ist halt weg. Aber ohne diese Verdunstung, ohne diese Reduktion,
bekommen wir die Aromatik, die wir für unsere Produkte brauchen, nicht zusammen. Die Aromatik entsteht durch diese Verdunstung und durch diese Verdunstung haben wir im Grunde genommen nach diesen 5 oder 6 Jahren, wie immer, eigentlich eine Essenz drinnen. Das ganze Volumen wird weniger und dadurch eben werden diese ganzen Aromen, die mir zur Verfügung stehen, auf diesen kleinen Teil, der dann in die Flasche gefüllt wird, ist er dann eben vorhanden und präsent. Es gibt viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel unter Anführungszeichen getrickst wird. Es gibt zum Beispiel Tanks, in denen Holzteile eingebaut werden oder sogenannte Chips, um eben den Holzton einem Produkt zu geben. Der Weinbrand muss mindestens in einem Barrique 1 Jahr gelagert werden, damit er als Weinbrand gekennzeichnet werden darf. Und wenn es praktisch nur darum geht, eine Holznote in ein Produkt zu bekommen, dann ist es in Ordnung. Nur, ein Barrique ausgebautes Produkt ist ja deswegen auch so teuer, weil es eben diese bereits angesprochene Reduktion gibt und dadurch ist das Produkt eben wesentlich teurer, da eben die Menge, die man zu Beginn hineingibt, man zum Schluss nicht mehr zur Verfügung hat. Und wenn dann im Grunde genommen diese Produkte relativ teuer verkauft werden und diese Reduktion nicht da ist, dann ist es eigentlich nicht so fair am Kunden, dass er dann für ein Produkt, das eben mit Chips oder mit Hölzern oder was auch immer gemacht wird, eben viel Geld zahlt. Und es gibt dann noch eine weitere Möglichkeit. Wir hätten ja die Möglichkeit zum Beispiel gehabt, dass man schon während der Weinproduktion, während der Gärung Holzchips in diesen schönen Wein hineintun. Aber das ist in meinen Augen genauso eine Sauerei, wenn herumgetrickst wird. Ich finde einfach, Qualität soll ihren Preis haben, aber es muss ehrlich produziert werden und es muss einfach so hergestellt werden, das Produkt, dass der Konsument sagt, okay, Ordner, Hausnummer, dir vertraue ich, dir bin ich bereit, weiß ich nicht, für eine Flasche 100 Euro zu zahlen oder was auch immer, weil ich weiß, das Ganze passt. So, wollen wir da wieder einmal einen Wechsel vornehmen. Puh! Mal schauen, wo wir sehen, wir sind jetzt bei 75 Volumenprozent. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis eben der ganze Nachlauf zum Abtrennen ist. Interessiert dich irgendwas, was ihr erklären könnt? Keine Fragen. Wir haben ja einen Chat auch. Ist da irgendwas drinnen, was wir antworten sollen? Ja, ich würde ganz gerne den Nachlauf noch mal abtrennen, aber im Grunde genommen ist das exakt dasselbe Spiel mit dem Vorlauf. Ich würde sagen, lassen wir es, oder? Erklärt ist alles. Ich möchte mich nur noch mal entschuldigen, dass wir eben 20 bis 25 Minuten später angefangen haben. Wie gesagt, wir haben ein technisches Problem gehabt. Das Video ist eh abgespeichert, das kann in der vollen Länge natürlich ohne der Verzögerung angeschaut werden. Ja, dann würde ich sagen, den Test haben wir gemacht. In Zukunft werden ähnliche Livestreams, wahrscheinlich monatlich, wenn wir eine machen, ausgestreut. Aber eigentlich nicht zum Thema Brennen, sondern mehr zum Thema Sensorik. Wir werden wahrscheinlich auch beim World Spirits Award zum Beispiel die Basic Class oder die Masterclass streamen, beziehungsweise vielleicht sogar während der Verkostung ein bisschen was streamen. Aber wir möchten in Zukunft mehr Livestreams eben anbieten und werden natürlich versuchen, dass wir das pünktlich beginnen, nicht mit einer Verspätung, aber alles was neu ist, ist nicht so einfach. Dann heißt es eigentlich nur Prost, Cheers, wir wünschen einen schönen Abend. Und wir werden jetzt mit dem Florian auch noch einmal anstoßen mit einem Florian Champagner, oder? Hast du genug gehört? Ja, mit einem Champagner werden wir jetzt anstoßen.
Florian, danke, alles Gute nochmal zu deinem Geburtstag. Matthias, danke. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Alles Gute, schönen Abend. Danke.